Ich bin so froh, dass ich nicht Bio-LK genommen habe. Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Unter meinen Videos und TikToks kriege ich immer wieder Fragen, was ich denn für Leistungskurse habe und welche ich empfehlen kann. Und zwar habe ich den Leistungskurs Englisch und den Leistungskurs Politik und werde euch heute mal ein bisschen über meine Leistungskurse erzählen und auch erzählen, was ich von anderen Leuten mitbekommen habe und welche LKs ich denn jetzt empfehlen kann für die Oberstufe. Also erst im Hintergrund wissen, bei uns an der Schule gibt es zwei Leistungskurse, in denen wir dann pro Halbjahr eine Klausur schreiben. Und ja, das ist es basically. Man muss ein Hauptfach nehmen und dann noch ein anderes Fach. Ich habe jetzt beispielsweise Englisch genommen, das ist ein Hauptfach. Und dann habe ich noch Politik, das ist eine Gesellschaftswissenschaft. Man kann aber auch eine Naturwissenschaft zum Beispiel nehmen. Fangen wir erstmal an mit Englisch, da ich glaube, dass Englisch auch sehr gefragt und sehr beliebt ist. Und ich kann euch wirklich sagen, es ist auch wirklich eine gute Wahl als Leistungskurs. Ich mag gerne den Vergleich, dass Englisch so ähnlich ist wie Deutsch, nur halt auf Englisch und ein bisschen einfacher. Weil in Deutsch schreibt man ja vor allem viele Texte, muss viel analysieren, Sprache bewerten, interpretieren und basically macht man genau das auch in Englisch, nur halt auf Englisch. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass bei Englisch das etwas leichter und nicht ganz so streng bewertet wird als jetzt bei Deutsch. Ich kann euch aber zum Beispiel sagen, dass ich mittlerweile so Texte wie Erörterungen viel besser auf Englisch formulieren kann als auf Deutsch, weil wir das einfach in Englisch so oft machen und in Deutsch, ja, keine Ahnung, kenne ich irgendwie die ganzen Formulierungen gar nicht so gut, wie ich die mittlerweile in Englisch kann. Falls du in der 10. Klasse und die Jahre davor gut in Englisch warst, würde ich es dir auf jeden Fall empfehlen, Englisch zu nehmen, weil es ist eigentlich wirklich nicht so anspruchsvoll, meiner Meinung nach. Natürlich kommt das Ganze auch immer sehr auf den Lehrer drauf an. Ich würde einfach sagen, es kommt darauf an, dass man gut Texte lesen kann, dass man gut Dinge versteht, Texte schreiben kann, vor allem eben auch wahrscheinlich auch sehr eloquent ist und es ist halt wirklich sehr viel textgebunden einfach. Der Unterricht bei uns ist eigentlich ziemlich chillig, aber das ist ja bei jeder Schule und bei jeder Klasse, bei jedem Lehrer eigentlich anders. Deswegen kann ich da, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Kommen wir mal ganz kurz zu meiner ersten Englischklausur, wo ich 15 Punkte habe. Wir mussten da, wer hätte es gedacht, drei Texte schreiben. Einmal eine Summary, also eine Zusammenfassung, dann eine Language-Analyse und als drittes noch eine Erörterung. Und ich habe bei allen drei Aufgaben 15 Punkte. Ich musste dafür jetzt nicht so viel lernen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass man irgendwie bei so einem Text nicht so viel lernen kann, sondern dass es eher darauf ankommt, was man generell für ein Englisch-Grundwissen, sage ich mal, hat. Also falls du in Englisch generell gut bist, falls dir Sprache Spaß macht, dann würde ich dir echt empfehlen, Englisch zu nehmen. Falls du aber generell nicht so gerne liest, nicht gerne schreibst, dir vielleicht die Sprache auch nicht so sehr liegt, du in den letzten Jahren auch nicht so gut in Englisch warst, würde ich es dir eher nicht empfehlen. Aber falls es sozusagen die Frage gibt, Deutsch oder Englisch, würde ich persönlich immer zu Englisch tendieren, auch wenn es sozusagen das gleiche ist, aber Englisch ist der Anspruch einfach nicht so hoch und es macht auch, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Spaß, weil wir in Englisch eben noch andere Themen haben als der Deutsch-LK. Da könnt ihr euch ja vorher mal informieren, was für Themen ihr denn da habt in eurem Englisch-LK, Deutsch-LK, was da so rankommen würde, auch im Abitur vielleicht und könnt euch dann dementsprechend entscheiden. Kommen wir jetzt zu meinem zweiten Leistungskurs und zwar ist das Politik, bei uns heißt das politische Bildung und ich bin wirklich super froh mit dieser Wahl. Ich habe vorher überlegt, ob ich vielleicht sogar Bio-LK nehmen soll. Ich bin so froh, dass ich nicht Bio-LK genommen habe, weil ich es hasse, Dinge auswendig zu lernen. Ich persönlich mag es lieber, Dinge zu diskutieren, herauszuarbeiten aus einem Text, mein eigenes Wissen mit anzuwenden, meine eigene Meinung mit anzuwenden, aktuelle Geschehnisse zu diskutieren, darüber zu reden, das auszuwerten und das einfach komplett das, was man in Politik macht. In Politik solltest du auf dem aktuellen Stand sein, was die Politik angeht, dich dafür interessieren auf jeden Fall und eben auch sehr gerne diskutieren und deine Meinung dazu sagen. Bei Bio ist es eigentlich ganz anders, da muss man eigentlich sehr, sehr viel auswendig lernen, sehr viel Zusammenhänge irgendwie verstehen und das ist nicht so mein Ding, also ich hasse es eigentlich Dinge auswendig zu lernen, sondern mag halt eher Konzepte lieber und das ist genau das, was in Politik auch eine Rolle spielt, so Konzepte einfach verstehen. Wir haben ja zum Beispiel gerade Demokratietheorien, direkte versus indirekte Demokratie und so, also es sind halt vor allem einfach Konzepte, die man irgendwie verstehen sollte. Dann haben wir auch immer so eine aktuelle Stunde, wo wir über die aktuellen Geschehnisse reden, über die Politik, gerade auch mit den Wahlen natürlich jetzt sehr aktuell, das macht mir auch immer sehr viel Spaß. Ich würde sagen, Politik passt zu dir, falls du gerne debattierst, gerne Sachen abwägst, gerne mit den aktuellen Geschehnissen in Verknüpfung bringst und vor allem eben auch wieder gerne Texte schreibst. In unserer Klausur mussten wir auch einen langen Text schreiben, beziehungsweise wir hatten drei Aufgaben, die wir in dem Text sozusagen aufbereiten sollten. Wir hatten einmal irgendwie, ich glaube, einen Text, also aus einem Text Informationen rausarbeiten, dann irgendwie die verknüpfen und dann erläutern und bewerten. Das waren, glaube ich, unsere Operatoren. Ich glaube, ich habe im PB nahezu 800 Wörter geschrieben. In Englisch waren es, glaube ich, nicht so viele. Da hatte ich hatte 1, 2, 3, 4, ich glaube, ich hatte 5,5 Seiten bei Englisch und bei Politik hatte ich hatte auch, glaube ich, 5,5 oder so in den Dreh rum. Man muss eigentlich überall viel schreiben, selbst bei Bio habe ich auch sehr, sehr viel geschrieben. Nur bei Bio ist es halt wirklich viel auswendig lernen, bei PB dann eher Konzepte verstehen, meiner Meinung nach.
Ich muss ehrlich einmal zugeben, dass das Video für mich ein bisschen schwierig war, weil ich nicht genau wusste, was euch jetzt interessiert. Deswegen würde ich mich sehr freuen, falls ihr mal in die Kommentare schreibt, was euch interessiert, falls ihr noch bestimmte Fragen habt zu meinen LKs oder zu anderen LKs. Und dann würde ich auf jeden Fall noch einen zweiten Teil dafür drehen. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen dabei helfen. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald mal hier wiedersehen. Also habt noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss!